Es ist alles kein Problem, solange es keinen gibt, der eins hat. Und sobald es einen gibt, der ein sogenanntes Ereignis als sein Besitztum bezeichnen kann, ist das Irrenhaus geöffnet. Denn wenn es mich gibt als Besitzer, gibt es scheinbar 6 Milliarden andere Verrückte, die glauben, hey, von diesem Sein gehört mir ein Stück. Mir gehört etwas hier aus dem Ganzen heraus, aus dieser Gesamtheit. Gehört mir ein Teil. Also bin ich total verrückt. Das ist die erste Verrücktheit. Verrückt zu sein aus dem, was alles ist. Verrückt zu sein aus der Gesamtheit. Ja, ne, nämlich dann bin ich wer, der glaubt, der hat was. Das ist mein Schmerz, das ist mein Spaß, das ist mein Leben. Tja, aber glücklicherweise macht das alles nichts. Ob ich jetzt glaube, ich bin der Besitzer von einem Stück, aber ich denke, das ist mein Leid und das Leiden wird richtig leidvoll. Dem, was ich bin, macht das alles nichts. Ja. Denn es geht auch um nichts. Weil es ist nie etwas gekommen. Also kann auch nie etwas gehen. Und dann gibt es auch nicht ein Etwas, was um etwas anderes gehen könnte. Höchstens in der traumhaften Vorstellung, ein separiertes Wesen zu sein, das in einer Welt lebt mit anderen separierten Wesen, könnte man sagen, oh, es geht darum, sich selbst zu erkennen, als die Gesamtheit aller erlebbaren Erlebnisse, als das absolute, ultimative Wesen, das alle Wesen spielt. Und nicht mal das. Nur das ist ein Konzept. Nur das ist kein Konzept, was ich bin. Alles andere, über was ich sprechen kann, was ich sage, das ist so oder so, was ich versuche zu erklären, ist ja nur ein Konzept. Ein Konzept. Ach, wie schön. Wie schön, ha. Das Problem, das es nicht gibt, braucht keinen, der es hat. Ja. Damit wünsche ich mir noch selber. Was wünsche ich mir eigentlich? Oh, ich wünsche mir, also wenn ich mir mal was wünschen könnte, dann hätte ich auch gern so ein Leben wie du hast. So ein Leben wie du, das hätte ich auch mal gern. Ja, weißt du, ach nee, oder doch nicht. Nee, vielleicht nicht, oder? Oder nicht, oder nicht. Nö. Ah. La la la.